Gut, das wird eine Gold-Nahrungsinsel. Schau mir das Holz. Du baust hier weiter aus. Einmal noch. Damit uns nicht das Gelb, das gleiche passiert wie bei dem Gelben da unten. Tonnen, dann kann ich die Insel größtenteils holen. So, und dann haben wir so ziemlich alle Inseln tatsächlich schon bevölkert, von unserer Seite zumindest. Bauen wir lieber dahin. Setzt neuen Kurs. Es ist nämlich blöd, wenn ich einen automatischen Handelsrouten habe und wir Probleme kriegen. Ich baue mal lieber hier hinter aus. Mir missfällt nämlich tatsächlich dieser Vulkan da sehr. Okay, ich hole mir diese kleinen Inseln auch noch. Als Nahrungsinseln für später. Und unsere Bilanz ist sowas von grottenschlecht, von minus 400, das hatte ich noch nie. Normalerweise kann man so eine Bilanz auch nicht lange hinnehmen, weil man ist dann ziemlich schnell pleite. Wir haben auch schon 40.000 in den Sand gesetzt, ist aber auch egal. Wir fangen jetzt langsam an, uns auszubauen. Wie steht es eigentlich mit unserer Produktion hier so? 68, Nahrung steigt, Stoff sinkt. Wir haben auch gar keine Stoffproduktion. Doch mal an. Schauen wir mal, ob wir noch mehr Inseln unser eigen nennen können bald. Ich kaufe trotzdem noch mal Werkzeug. Warum? Weil wir das Geld einfach haben und die Inseln gebrauchen können später. In anderen Sinn hat das Ganze hier gerade gar nicht. Wir haben aber nicht genug Holz. Ich lasse es mal den oben weitermachen. Warten, bis wir ein bisschen Holz haben, bevor ich weitermache, weil das kostet halt doch Unmengen Holz. Ich habe 5 Holzfäller, so viel hatte ich noch nie in einem Spiel. Zumindest nicht anfangs. Und da waren die 40.000 weg. Aber wir haben noch 59.000. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Machen wir den Einkauf weg. So, schauen wir mal, was wir hier für Schätze finden. Ihr habt ein Eingeborenen-Dorf entdeckt. Ein die Ressourcen dieser Insel sind na, erkundet. Toll, wir haben Tabak drauf, 100%. Ich kann es nicht nutzen. Ei, ei, Captain! Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Auch eine Nahrungsinsel? Sagt euch, unterschätzt nicht den Wert von Nahrung, vor allem im Endspiel. Dann sind solche Inseln, auf denen eigentlich so nichts wächst, wirklich extrem viel wert. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Und wir haben nochmal Gold gefunden. Ihr habt eine Goldader entdeckt. Das gefällt mir außerordentlich gut. Und jetzt sichere ich mir die Insel hier zum Schluss noch. Und dann schaue ich mal diese kleinen Inseln nochmal an. Die waren alle ziemlich besetzt, oder? Nee. Die kleinen hole ich mir auch noch. Als Nahrungsinseln für später. Und dann fange ich an, richtig aufzubauen. Wir haben jetzt im Grunde die... Man kann sagen, ich habe tatsächlich die ganze Karibik so ziemlich in meiner Hand jetzt. Und das Schöne ist, die Typen hier haben im Grunde fast gar nichts. Die haben ihre 2, beziehungsweise er hat jetzt 3 Inseln. Das ist sehr ärgerlich, denn die Gewürze hätte ich echt gebrauchen können. Allerdings habe ich hier noch Gewürze und Kakao. Muss ich ja mal schauen, habe ich hier noch irgendwo Gewürze? Ich glaube, nämlich Kakao habe ich mehr Probleme später im Endspiel immer. Ach, hier gibt es auch nochmal Gewürze und Kakao. Super. Ich glaube, man ärgert sich wirklich sehr, wenn man zu lange wartet hier. Ich lasse hier mal ein bisschen Holz und Stein da.
Holz und Werkzeug da. Wenn nämlich der Vulkan ausbricht, wäre es praktisch, ein bisschen Holz da zu haben. Du guckst mal, dass du die kleinen Inseln noch kriegst. Das ist ein ganz guter Schnitt. 7 Inseln haben die und ich habe den ganzen Rest der Karte. Das gefällt mir außerordentlich gut. Unsere Bilanz ist zwar jetzt schon fast bei minus 500, aber ist auch egal. Wir haben immer noch 50.000. Ich mache jetzt mal den Einkauf von Holz aus und mache dafür den Einkauf von Werkzeug wieder an. Habe ich hier nicht irgendwo noch ein Werkzeugding gehabt? Oh nö, wir haben tatsächlich das ganze Stadtwerkzeug schon verbraten. Ankerlichten! Da brauchen wir nicht mal überhaupt noch was draufsetzen. Denn es reicht diese eine Kontur. Um die ganze Insel zu unserem zu machen. So, was können wir hier noch holen? Die könnten wir noch holen. Ich könnte mir überlegen, diese Kleininsel vielleicht auch noch zu besiedeln. Für den Fall der Fälle, weil die... Da müsste ich aber die Eingeborenen dann loswerden. Will ich eigentlich nicht machen, aber wenn es sein muss, muss ich das halt tun. Versuchen wir erstmal nur die Inseln zu besetzen, die noch nicht bewohnt sind. Das reicht erstmal für den Anfang, glaube ich. Ankerlichten! Ich muss sagen, das macht tatsächlich gerade echt viel Spaß wieder. Ich vergesse immer, wie toll manche, vor allem die alten Spiele, ganz oft sind. Es wird trotzdem ein hartes Stück Arbeit, so viele Aristokraten dann zusammenzukriegen. Vor allem auf 2 Inseln. So. Ich muss sagen, das war ein echt guter Boost jetzt am Anfang. Kaufen wir mal Eisen und Stahl. Für später. Und dann müssen wir eigentlich schon mal anfangen mit der richtigen Produktion hier. Auf dieser Insel fangen wir... Wir müssen nicht mal auf dieser Insel anfangen. Ich kann auf jeder Insel anfangen, auf der ich will. Ich fange trotzdem auf der Insel an. Schafhütten. Webstuben. Gleich ein bisschen mehr für den Anfang. Und Rinderfarm. Ich baue mich dann später noch ein bisschen aus. Wird dann alles irgendwann wieder weggenommen. Das kennen wir ja schon, das Spiel. Muss nicht schön sein für den Anfang. Wir haben ja so unglaublich viele Güter, dass wir hier machen können, was wir wollen. Mal sogar lassen. Die dürfen sich dann weiter ausbauen. Stoffe müssen sich jetzt zunächst erholen. Nahrung haben wir genug. Ich habe ja auch noch ein paar Schiffe, die da sorgen. Als nächstes könnte ich ein Alkoholschiff machen. Allerdings könnte ich auch einfach den Alkohol von denen holen. Schule und Wirtshaus kommt als nächstes. Schule. Gucken, wie weit der Einflussbereich ist. Wir werden leider eine Schule mehr brauchen, wie es scheint. Ist egal, spätestens wenn wir Hochschulen haben, wird das eh erledigt sein, das Problem. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Alkohol haben wir für den Anfang, Tabak auch, wir könnten sie direkt zu Bürgern machen, aber ich warte jetzt erstmal, bis das alle Siedler sind. Wir haben 1100 Betriebskosten und 300 Steuererträge. Wir werden sowas von pleite gehen. Ich muss sagen, es ist eine grausam schlechte Bilanz. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und mit den restlichen 30.000 muss ich jetzt eigentlich dafür sorgen, dass ich nicht zu viel Mist baue. Ihr dürft wieder angehen. Ich glaube, die verkaufen uns Eisenerz, was gut ist.
Sehr gut, dann erlahmt mich meine Werkzeugproduktion auch demnächst nicht. Aber diese 1100 können wir tatsächlich relativ schnell wieder ausgleichen. Wenn ich denen jetzt Alkohol und Tabakwaren gebe, dann können wir Bürger haben, wenn ich mich recht entsinne. Und wir haben Bürger. Machen wir sie gleich zu Bürgern, warum eigentlich nicht? Machen wir noch eine zweite Werkzeugschmiede. Denn jetzt wird die... Euer Volk braucht einen Arzt. Bevölkerung sehr stark wachsen. Wir bauen erstmal die Ärzte. Zwei werden wir brauchen. Jetzt wächst die Bevölkerung sehr stark und wir werden auch demnächst sehr viel Geld haben, schätze ich mal. Und dann werde ich auch gleich dafür sorgen müssen, dass wir den ersten Alkohol anbauen. Also hier machen wir Tabak am besten. Das ist auch Tabak. Weintrauben lasse ich, wenn es geht. Viel Tabak hier sehe ich gerade. Hier wachsen Weintrauben. Okay, fangen wir hier oben mit Weintrauben an. Oder nicht irgendwo Zuckerrohr? Fangen wir hier mit Zuckerrohr am besten an. Ja, das... Euer Volk wünscht eine Kirche. Wird schon. Jetzt haben wir schon 600 Einnahmen wieder. Es geht aufwärts. Und von dem vielen Alkohol, den wir reingeschossen haben, ist schon die Hälfte weg. Das Gute ist, wir haben noch 150 Tonnen. Das kann man noch eine Zeit lang so weitertreiben, das Spiel. In der Zwischenzeit kriegen wir hier ordentlich Bürger rein. Nicht noch irgendwo ein Schiff mit Stein? In die Wanten! Pumpen wir mal ein bisschen Stein nach. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Gut, wir haben ein Denkmal bekommen. Das Volk benötigt ein Badehaus. Wir lassen sie erstmal nur auf Bürgerstatus, glaube ich. Wir sind das eigentlich noch relativ wenig. Siedler können eigentlich auch erstmal ein bisschen blechen. Wir brauchen Geld. Und schon sind wir bei 800, plus noch minus 400. Wir haben tatsächlich die 10.000 nochmal gebraucht, um uns ein bisschen zu fangen. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Aber bis zu 2.500 Aristokraten ist noch ein weiter Weg. Mit den Gewürzen können wir es bis auf Kaufleute hochhieven, das Level, aber... So, da haben wir tatsächlich unser erstes Schiff mal leer. Das fährt mal dahinter. Setz die Vorsegel! Auch, wir haben Eisenerz in Massen hier, sehe ich gerade. Was hast du geladen? Ach, das ist mein zweites verlorenes Schiff. Ich würde mal sagen, wir machen die ersten Holzfäller aus. Jetzt kommt der Steinmangel. So, wo war das Zuckerrohr? Nee, nicht Zuckerrohr, genau. Einfach die Insel suchen, die ich schon kahl gemacht habe. Fangen wir mit dem Anbau von Zuckerrohr an. Und wir haben schon fast 400 Bürger, das heißt, wir haben die Kanonengießerei. Noch nicht. Wir brauchen wahrscheinlich erst die 400. Ein Vulkanausbruch bei Rot, das gefällt mir. Kann die Insel aktuell lagern. Das sollte reichen. Für den Anfang zumindest. Ob das klappt oder nicht, unser Geld fängt an, knapp zu werden. Kaum vorstellbar, wenn ich bedenke, dass wir mit 100.000 angefangen haben. Haben jetzt schon alles so ziemlich verschleudert, weil wir so toll mit Geld umgehen können.
Allerdings ist es mir auch immer wichtig, dass ich in dem Spiel an die Zukunft denke. Sollte man auch im echten Leben so tun. So tun, ist nicht mal richtiges Deutsch. So machen. Längerfristig denken. Oh, minus 300 bloß noch. Ja, mit Gewürzen könnte ich das jetzt noch weiter hoch machen. Ich will jetzt erstmal kriegen wir jetzt Stoffe, Tabak und Alkohol in den Griff und dann können wir die ersten Gewürze reinhauen und hier unten ein paar Gewürze anbauen. Gibt's auch nur eine Gewürzinsel? Nein. Nein. Hier wächst nur Kakao, okay. Überall, wo Gewürze wachsen, wächst auch Kakao. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich baue gleich noch mehr. Da wir ja so extrem viele Rohstoffe haben, können wir auch gleich eine Großproduktion starten von allem. Warum auch nicht? Wenn man es hat, hat man es. Auch wenn es unsere Bilanz wieder ziemlich nach unten drückt. Und wir haben ein paar Steinprobleme. Und wir haben bloß noch 10.000 Münzen. Aber wir haben ein bisschen voller Eisenerze, das ist schön. Bürger werden auch immer, jetzt müsste ich eigentlich die Kanonengießerei haben. Ich krieg gar keine Kanonengießerei, irgendwas ist doch hier falsch. Ich krieg nicht die Möglichkeit, Kanonen herzustellen. Warum ist das so? Ich bin verwirrt. Haben die das psychisch deaktiviert? Allerdings ist es blöd, wenn... Es mangelt an Alkohol. Ja, uns fehlt Alkohol, schön. So, Alkoholproblem ist gelöst. Bürger. Da kommen noch... Es verdoppelt sich. In etwa verdoppelt sich. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich um die 1000 Aristokraten daraus. Ungefähr, letzten Endes. Ich weiß nicht, wie viele Siedler wir noch haben. Es könnten um die 1000 Aristokraten werden. Dann machen wir einfach drei solcher Ringe hier. Hier noch ein und vielleicht hier unten noch irgendwie ein. Und dann hätten wir tatsächlich auf der Insel schon 2500 Aristokraten. Das sollten wir hinhauen. Und hier können wir das gleiche Spiel dann nochmal machen. Unsere Bilanz erholt sich nämlich langsam. Nur noch minus 200. Eigentlich immer noch nicht, kein Grund stolz drauf zu sein. Ich mach mal die erste Handelsroute. Hey, hey, Captain! Und zwar mit Alkohol. Starte. Anker lichten! So, das heißt, wir haben tatsächlich die erste Produktionskette. Schmeißt mal nochmal den ganzen Tabak raus. Das sollte nochmal eine Zeit lang halten. Jetzt müssen wir erstmal alle Siedler auf Bürgerstatus bringen. Haben wir auch gleich. Und trotzdem haben wir zu wenig Geld. Ich vermute mal, diesen Markt muss ich später auf jeden Fall umsetzen, genauso wie diesen hier. Die Schule kommt dann eh weg, spätestens wenn wir Kaufleute haben. Ich glaube, der baut sich nur nicht aus, weil ein Stein fehlt. Braucht, glaube ich, noch einmal Stein. Oh ne, ich glaube, die brauchten nur 6 Steine, um auf Bürger zu kommen. Das ist der Anstandssiedler wieder, der letzte. Mal den nächsten Ring schon mal auf. Dürfte nichts kaputt gehen, oder? Nee, gut. Na, wird schon passen. Ist eh nebeneinander. Dann fangen wir einfach mit der nächsten Reihe Pioniere an, einfach nur damit wir Geld kriegen.
aufpassen, dass ich nicht irgendwie zu schnell wachse. Oder falsch wachse. Und schon können wir die ganzen Forsthäuser wieder anmachen, weil wir kein Geld haben. Kein Holz haben. So, die wollen natürlich jetzt erstmal ihre Kirchen wieder haben. Jetzt stehe ich schon mal ein bisschen dumm da, glaube ich. Weil jetzt ragt meine Produktion tatsächlich schon in die Häuser rein. Aber mit dem Ding kann ich tatsächlich viel ausgleichen hier. Dann brauche ich die Kapellen gar nicht erst bauen. Werde ja auch zwei brauchen. Fehlt vor allem erstmal Stein. Dann können sich die ersten Häuser dann schon wieder zu Siedlern ausbilden. Oh, die ersten werden schon wieder. Ich baue einfach zwei Kirchen, das ist einfacher. So, das Ding kann weg. Das Ding kann garantiert auch weg. Hier fehlt weiterhin eine. Das Ding reicht auch mal. Müsste eigentlich reichen. Ja. Der hat den gerade noch so mit. Und wir haben den Sprung geschafft. Wir haben mehr Einnahmen als Ausgaben, aber wir haben bloß noch wenig Geld. Und was noch viel schlimmer ist, wir haben noch keinerlei Tabakproduktion. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Und wir haben ein Feuer und keine Feuerwehr. Gut. Oh, die ist doch... Oh, mein Fehler. Die ist doch so weit aktiv. Oh, braucht ja eine Feuerwehr gar nicht. Oh, das ist ja super. Hier. Vielleicht auch nicht schlecht, da kann ich vielleicht mal irgendwas hinten hinbauen, was ich brauche. Die Kirche werde ich, die zweite werde ich hier irgendwo hinbauen, je nachdem. Wie steht denn unsere Wirtschaft? So, Nahrung ist okay. Alkohol scheint auch zu laufen. Uns fehlt es vor allem an Stein gerade. Aber das werden wir auch demnächst lösen, das Problem. Vor allem, weil wir jetzt endlich mal eine positive Bilanz haben. Allerdings haben wir noch keinerlei Tabak. Aber wir haben ja noch ein Schiff, das ziemlich voll ist mit den Gütern, die wir brauchen. Kann ich denn jetzt eigentlich? Ich krieg keinerlei Waffenproduktion. Ich bin so froh, dass ich das hier alles gebaut habe. Ich krieg auch noch Holzpalisaden. Was ist das für ein Scheiß? Ach, hier bei Blau. Bei Blau brennt es gleich auf der Mitte. Wenn man ganz, ganz viel Glück hat, trifft so ein Stein den Kontor. Ich hatte das schon mal und hat die Insel tatsächlich zerstört. Mit einmal. Wenn das passiert, hole ich mir sofort diese Insel. Ich habe auch noch gar nicht ihre Inseln erkundet, fällt mir gerade so auf. Denn ich wette, die haben einige Güter, die ich gebrauchen könnte. Ich kann sie aber die nicht. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Man hat. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, Krieg zu führen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel bietet Erz. Wow. Seine Insel hat also Erz. Jede Insel mit Berg hat so ziemlich Erz eigentlich. Ein Konkurrent erklärt euch den Krieg. Was, warum? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ich hab doch gar nichts gemacht. Spinnt ihr? Wieso habe ich jetzt Krieg? Gesichert.
Ah, verdammt, verdammt, ich fahre mit Kriegsschiffen rum. Setzt neuen Kurs. Hoppla. Oh, 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 das wird doof. Ich hoffe mal drauf, dass der keine Kanonen hat, wie ich. Ach, das habe ich ganz vergessen. Nicht mit Kriegsschiffen bei euren Konkurrenten rumfahren, das mögen die nicht. Setzt neuen Kurs. Vielleicht habe ich ja Glück und die mögen uns später wieder. Ja, also wenn ich jetzt Krieg habe, habe ich ein Problem. Ist egal, ich muss eh gleich ausmachen. Ich kann ihn jetzt auch nicht bestechen, weil ich einfach kein Geld habe. Ich mache hier aber mal ein Bauverbot. Und dann muss ich das nächste Mal dran denken, dass ich hier oben Tabak anbaue. Irgendwo. Da. Da wäre Tabak doch ganz gut, da wächst eh nichts anderes. Oh, hat Spaß gemacht, das mal wieder zu spielen. Ich lade hier nochmal so ziemlich die letzten Tabakwaren aus. Setzt neuen Kurs. Ach, dass sie auch immer gleich den Krieg erklären. Oh, wie müsste ich ihn bezahlen? Mir wird schon reichen, wenn ich keinen Krieg mehr habe. Okay, wir haben wieder Frieden. Hat mich nur 1000 gekostet, aber ich habe ja eine positive Bilanz von 300. Das haben wir schnell wieder rein. So, jetzt müssen wir tatsächlich nur noch Tabak zusammenkriegen. Am besten nicht mehr mit Kriegsschiffen bei denen rumfahren. Das mögen die nicht so. Das ist echt eine super Insel hier eigentlich. Aber ich glaube, die haben auch alle überhaupt keine Kanonengießereien. Und werden die auch nicht bauen. Das heißt, Krieg wäre eigentlich egal, aber ich würde schon gern mit den Leuten handeln. So, das war Let's Play Anno 1602 für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann machen wir das nächste Mal hier weiter. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Bye, Leute. Spielstand gespeichert. Und mal sehen, wie es in der Bilanz so aussieht. Ja, die sammeln halt jetzt ordentlich Geld, außer Blau. Blau weiß auch nicht, was der macht. Okay, macht's gut.